Ja, sieht so aus. Egal. So, wir haben den Fokus. Griff mich in seinem Wahn an, bla bla. Das dauert noch zu lange. Na gut. Bringen wir den Fokus zurück und dann schauen wir mal, was er noch von uns verlangt. Ah, dann ist Schluss. Ich habe eine Steinwurzel übersehen. Dramatisch, ich weiß. Spiel speichern. Okay. So. Gut. So, jetzt beeile ich mich ein bisschen. Ich könnte natürlich hier den Berg auch runterspringen. Ist noch nicht gerade von Vorteil. Habe ich schon mal gemacht, aus Versehen. Und hatte unten aber gespeichert. Das heißt, ich muss den ganzen Weg hoch, die Monster besiegen. Und den Typen hoch. Furchtbar. Clean Peep Mütze. Also ich meine, dafür, was ich hier in Risen und so gesehen habe, hier die Bäume und so, ist es natürlich jetzt lachhaft, aber... Oh, Framerate Einsturz. Aber wenn man sich überlegt, wie schnell sich das auch entwickelt und wie echt einiges aussieht, also ich gucke Far Cry 3 bei Sarah Zamit und ey, Wahnsinn, was die Grafik da so bietet. Und wenn ich mir dann im Vergleich das angucke, naja... Aber trotzdem ein richtig tolles Spiel, wo man auch gegen einen Baum fliegt. Also würde ich auch weiterempfehlen. Also die zwei, mein Vater ist natürlich auch begeistert, aber... Ach so, die ist natürlich von der 2 auch begeistert gewesen und die 3 weiß ich nicht, vielleicht hat er nur eine Demo gespielt. Aber die soll nicht so gut ankommen, weil sie solche hohen Leistungen gefordert hat. Ich... Weiß es nie. Auf jeden Fall bin ich mit der 1 hundertprozentig zufrieden. Damals schon. Das war ja fantastisch. Und ich habe noch Zeit. Und ja, die 2 sah natürlich schon besser aus. Nur das Rumgehüpfe fand ich nie so toll. Und die Story an sich, ja. Da fand ich das hier in 1 schon besser, dass man erst im Nachhinein dahinter gekommen ist. Was es war. Oder sein Blut. Okay. So, wir nehmen mal wieder die Abkürzung. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, nur Leute, die irgendwie Namen haben, werden in der Geschichte hier wirklich eine Rolle haben. Ach, jetzt gehe ich mal durch den Linken. Oh, hier die ganzen verkoksten Reste. Hallo, Natalia. Speichern. 10. Oh Mann. Wie gesagt, tut mir leid, aber ich kann das Mikro nicht aufschalten. Vom Kopf reißen bringt nichts. Okay. Ja. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring Bezahlung. Den Fokus zu Cor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Gut. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. No. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Er ist eine Bedrohung. Nur die Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Natürlich. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Amulett.
Da gucke ich doch gleich mal, was für ein Amulett. Der Flammen, naja, auch nicht schlecht. Okay, zu Korkalom und dann schauen wir mal, was es dann so gibt. Ibern hat mich beauftragt, den Fokus zu Korkalom zu bringen. Welch eine Freude, diesen überaus liebeswürdigen Menschen wiederzutreffen. Ich stimme so zu. Ich muss mir mein Kraut noch holen. 15 oder 10? Ja, schaffe ich. Locker. So. Da-dum, 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 da-dum. Okay. Bitte. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Psst, bringt mir eh nix. Wenn's ja Mana bringen würde jedes Mal, tät ich's machen. Ah, das wäre sicherlich Beschmu den anderen gegenüber. Schieten! So, speichern. Ja, ich bin immer vorsichtig. So, da wollen wir doch mal gucken, wie liebenswürdig Kalom ist. Ja. Was ist das? Was willst du? Ach ja. Ich habe Crawlerzang für dich. Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Okay. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Oh nein. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Nein. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Ui. Nicht möglich. Schweig, Narr. Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Oh. Es muss etwas anderes geben. Und wie der Titel des zweiten Kapitels es schon gesagt hat, das Nest der Mindcrawler? Tja. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Kuckuckseier. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Ach. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid. Er wird dir helfen. Huch. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, bin ich beruhigt. Na, dann bin ich ja beruhigt. Geil. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Huch, ja, ich nehme das blutiges Abenteuer. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit.
Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Und dich auch. Hey. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Nein. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Nein. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Aha. Okay, machen wir das auch noch. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Ja, ja. So, und ich denke, das war's bis jetzt. Obwohl, wir könnten ja mal gucken, ob vielleicht noch andere Tränke mit dabei waren. Oder auch nicht. Dieser Halsabschneider. Ja. So, ich werde das jetzt hier mal wirklich beenden. Wieder noch ein bisschen aufgenommen und ja, mal schauen, wie viele Folgen ich dadurch zusammenbringe. Und ich hoffe wirklich, dass beim nächsten Mal nicht so schlimm sein wird. Also bis dann verabschiede ich mich jetzt mal richtig und sage tschüss, bis zur nächsten Aufnahme.